Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen hier Dark Souls, die Prepare to Die Edition. Ich möchte eigentlich gar nicht zu viele Worte zum Spiel verlieren. Ich mache hier mal direkt den Todescounter an. Den werden wir, glaube ich, sehr oft brauchen in diesem Spiel. Kamera wäre auch nicht verkehrt. Sieht ein bisschen dunkel aus. Ja, die ganzen Einstellungen haben anscheinend nicht so viel gebracht. Das machen wir mal kurz noch richtig. Na, obwohl, wenn ich nochmal genauer hingucke, sieht es eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Ich glaube sowieso, wir müssen im Spiel nochmal die Kamera umschalten. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach direkt mal an, oder? Laut, laut, laut. Da wollte ich nicht hin. Doch, da wollte ich eigentlich hin, aber ich will zum Ton. Gibt es hier keine Toneinstellungen? Hallo Spiel? Steuerung, 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 kein Ton. Okay. Dann fangen wir einfach mal an. Nehmen wir mal die Maus noch aus dem Bild. So, Helligkeit. Machen wir mal ein bisschen höher, damit ihr auch alles seht im Spiel. So, da haben wir einen Ton. Und zwar machen wir die Stimmen voll auf. Die Musik können wir relativ leise machen, die Effekte auch. Das passt, Bild passt, Tastatur passt. Und da haben wir unseren Charakter. Name. Der Gute wird natürlich Flexi K heißen. So, ist Geschlecht männlich, das passt. Männlich, genau, Klasse. So, was nehmen wir für eine Klasse, liebe Leute? Ich würde ja sagen, da ich überhaupt keine Ahnung von diesem Spiel habe, fangen wir natürlich nicht als Bettler an, sondern nehmen den Krieger oder den Ritter. Niederer Ritter, hohe Vitalität, solide Rüstung oder furchtloser Krieger, Waffenexperte, hohe Stärke und Beweglichkeit. Delvinar, was sagst du dazu? Nehmen wir Krieger oder nehmen wir den Ritter? Alle anderen sind, glaube ich, für unseren ersten Durchgang nicht so das Wahre. Bogenführender Jäger, im Nahkampf gut, aber nicht in Zauberei. Zauberei will ich eigentlich gar nicht so oft machen. Der Pyromant vom großen Sumpf wirkt Feuerzauber, führt eine Handaxt. Handaxt ist nie verkehrt, aber wie gesagt, ich glaube, Krieger oder Ritter wird unsere Wahl. Joa. Der Wille ist auf jeden Fall beim Ritter besser. Die Beweglichkeit ist beim Krieger besser, aber die Vitalität ist wieder beim Ritter besser. Oh, bei DS3 war Teil 1 mit dabei. Ich habe es mir noch extra gekauft. Und ja, wir nehmen den Krieger. Das sehe ich genauso. So, was nehmen wir für eine Gabe? Was gibt's denn so? Schwarze Feuerbomben, menschlicher Rest, winziger Rest an Menschlichkeit an Leichen zu finden. Okay, Fernglas, Amulett ohne Wirkung, aber wertvoll auf mühsamen Reisen. Okay. Generalschlüssel klingt auf jeden Fall gut. Öffnet alle normalen Schlösser, für Diebe eine Grundausrüstung. Der Windswesenring, Stammesring, gewährt kleine Zunahme von TP, wenn ausgerüstet. Und der alte Hexerring, Geschenk einer Hexe, uralter Ring, verstärkt Pyromantie. Ich würde sagen, wir nehmen den Generalschlüssel. So, Figur. Gespenstisch, genau. Wir nehmen den kräftigen Typen. Das Gesicht. Nehmen wir auch die Standardausführung. Frisur. Sehen wir wahrscheinlich sowieso nicht mehr lange, wenn wir denn unseren ersten Helm da drauf haben. Und so viel Auswahl an Frisuren gibt es jetzt auch nicht.
Ich würde sagen, wir nehmen die Geheimratsecken. Das passt ein bisschen zu mir. Und das Haar und die Iris werden schwarz. Obwohl ich die Iris gerne anders hätte. Ich möchte das nicht im Einheitslook haben. Na gut, dann bleiben wir dabei und sagen jetzt hier mal anpassen. Ah, guckt mal, hier kann man jetzt nochmal sagen, das Gesicht anders. Obwohl ich da nicht wirklich einen Unterschied sehe. Na doch. Ah, jung, dynamisch. So sieht das gut aus. Proportionen. Wir haben natürlich weibliche Proportionen. Nein, das ist Quatsch. Wir bleiben bei den männlichen Proportionen. Die Frisur hat man ja eben schon. Haar und Iris kann man auch nicht ändern. Okay. Dann nehmen wir das so hin. Hier kann man. Die Position. Ich möchte aber eigentlich die Farbe ändern. Nee, das geht irgendwie nicht so. Wie kommt man zurück? Damit. Nase, Wangen, Kiefer, Mund, passt eigentlich alles. Na gut, dann bitte einmal zurück und annehmen. FlexiK macht sich auf. Und ich mach mir mal die Kamera aus. In the age of ancients, the world was unformed. Shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire. And with fire came disparity. Heat and cold. Life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy. So easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone skins. Witches weaved great firestorms. Will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen
carriers of the accursed dark side. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. This is your fate. So, da sind wir. Mittendrin statt nur dabei. Und hier haben wir unsere erste Leiche mit dem Kerkerzellenschlüssel. Erinnert das der Kollege, den da runtergeworfen hat? So. Jetzt muss ich leider zugeben, Dark Souls 3 ist bei mir auch schon eine Weile her. Ich muss erstmal wieder ins Spiel reinkommen. Beziehungsweise hoffe ich einfach mal, dass die Steuerung noch so ist wie in Dark Souls 3. So, wir machen mal die Tür hier auf, gucken mal. Was haben wir hier Schönes? Eine Nachricht. Rechter Stick für die Kamera. Kriegen wir hin. Die Türen hier können wir nicht aufmachen. RB mit Angriff. Okay. Kriegen wir hin. Zack. Unser erster Gegner. Und die ersten Seelen haben wir gesammelt. Der schwere Angriff mit dem rechten Trigger. Ja, den habe ich doch gerade gedrückt. Ich bin doch auch eine Nase. Da kommen wir auch nicht rein. Und wir... Oh fuck. Oh fuck, oh fuck. Na, den werden wir dann nachher sicherlich noch besuchen gehen. Machen jetzt aber hier erstmal den Kollegen platt. Und das gute alte Problem bei Dark Souls, unsere Ausdauer ist alle. So, linker Stick halten mit B zum Sprinten. Kriegen wir hin. Zielfixierung, genau so. Zack, zack, zack und zack. So, gibt es denn hier schon irgendwo mal eine Kiste oder sowas? Sieht nicht so aus. Dann klettern wir hier mal die Leiter nach oben. Ihr müsst mir mal sagen, ob das mit dem Ton und so alles hinhaut. Ob man mich versteht, ob das Spiel laut genug ist. Am Leuchtfeuer rasten zum Regenerieren. Auch das sollten wir hinkriegen. Mach einmal an das Leuchtfeuer. Das Leuchtfeuer wurde entzündet. Und wir gucken hier mal durch das große Tor. Hier. Oh, ja. Da bin ich voll und ganz dafür. Okay. Das ging schnell. Ich glaube, gegen den haben wir einfach noch keine Chance. Wir entzünden mal dieses Leuchtfeuer. Und schauen uns hier mal noch ein bisschen um. Nimm deinen Schild. Ja, gerne würde ich tun. Frage ist nur, wo gibt's einen? Aber
Gibt es hier einen Schild? Ja, ein Dreieckschild. So, wir müssen da jetzt wahrscheinlich ins Menü. Ach du Scheiße. So, einmal da. Schild wird es hier geben. Da. Und wie verwenden wir den? Das war immer noch der schwere Angriff. Genau so. Da ist der Schildschlag. So wärmen wir ab. Wir rennen ihm hier erstmal ein bisschen entgegen. Ein Schwert hätte ich gerne, ein vernünftiges. Weil wir machen ja hier so überhaupt keinen Schaden. Ist das hier hinten ein Schwert? Ja, sehr gut. So, passt auf, dann machen wir das schnell. Ein Langschwert. Da kannst du schießen, wie du lustig bist, Kollege. Jetzt kommen wir. Ah! So, das sieht auf jeden Fall wesentlich besser aus. Pfeil aus Brustzieh, genau. Normalerweise wären wir schon lange tot. Was haben wir hier? Waffen umschalten, Gegenstände umschalten. Okay, da haben wir einfach mal noch nichts. Da können wir es später mit ergeben. Wir gucken uns hier nochmal um, ob wir hier in dem Raum irgendwas vergessen haben. Die Türen laden ja dazu ein, ein bisschen links und rechts zu gucken. Aber hier scheint alles zu sein. Ja, alles eingestürzt, alles kaputt. Nur hier unsere kleine Kammer, wo wir eben schon waren. Hier ist noch eine Nachricht. Mit links ausgerüsteten Schild Abwehrhaltung. Ja, das haben wir irgendwie schon automatisch hinbekommen. Ganz so blöd sind wir ja dann doch nicht. So, wie war das jetzt mit dem Sprinten so? Und da haben wir die gute alte Nebelwand. Und da schreiten wir direkt durch. Die Nebelwand war ja früher eigentlich immer so Indiz für, da kommt jetzt ein Boss. So, Schritt zurück und Rolle. Ja, auch das kriegen wir hin. Das sieht alles ganz gut aus. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Da oben ist was. Springen können wir nicht, nee. Wir können hier nur so rollen. Hochkrabbeln ist auch nicht so unser Ding. Kommt man hier durch? Versteckte Wände wird es hier sicherlich auch wieder geben. Aber zumindest nicht hier in diesem Gang. Okay, dann die andere Seite. So, ich würde gerne mal eine Runde sprinten. Ach, mit B war das. Da geht's runter. Jawohl. Die erste Falle haben wir erfolgreich mitgenommen. Und hier steht einer. Kollege, so macht man das aber nicht. Das macht man so. Dankeschön dafür. Die Tür können wir nicht öffnen. Die ist verschlossen. Dann gucken wir nochmal runter, was da so abgeht. Und hier können wir eine Abkürzung öffnen zum Lagerfeuer. So, das verlassen wir direkt wieder. Ich wollte mich nur kurz heilen. Frage ist jetzt, müssen wir hier durch die Tür wieder weiter oder können wir noch woanders lang? Weil ich möchte eigentlich ungern diesen riesen Dämon da schon wieder entgegenstehen, aber... Ah, du stehst schon wieder. Ah, one hit. Sehr geil. Wie gesagt, wir können ja die Tür hier nicht aufmachen. Wir haben doch aber, unseren Generalschlüssel hatten wir doch eigentlich mitgenommen, oder? So, Phantomverband nach Hause zurückkehren. Keine Ahnung. Braucht man das? Muss man das jetzt schon benutzen? Wo ist denn unser Generalschlüssel? Wo ist ein Magier, wenn man mal einen braucht, der einem seine Waffe mit Feuermagie verzaubert? Ja, das war, glaube ich, ein anderes Spiel. Da ist er, der Generalschlüssel. Benutzen, ablegen geht nicht. Na super. Tja, dann bleibt uns ja gar nicht mehr so viel Wahl. Hier ist noch eine Ecke.
Guten Tag. Mit dem können wir reden. Ich würde hier aber erstmal links und rechts gucken wollen. Ah, hier ist die Kugel von ihm. Und dann, was hast du zu sagen? You. You're no hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon. Then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Wir werden ihm natürlich zuhören. Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen. And thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know. And I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask. An undead favorite. Unser erster Estus-Flakon. Ach, was sage ich? Unser erster? Unsere ersten fünf. Sehr geil. Oh, and this. Und der Schlüssel zum untoten Asyl-Ost. Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. So go now. And thank you. Können wir das noch mit ansehen, wie er sich verwandelt und ihm seine Ausrüstung abnehmen? Das würde ich sehr cool finden. Now I must bid farewell. Ja. I would hate to and thank. Na dann halt nicht. So, unsere ersten Estus-Flakons. Sehr geil. Und das klang gerade so. Ja. Als wenn er sich selber umgebracht hat. Was ich gerade noch sehe, was wir mal vielleicht ein bisschen anpassen müssen. Ich ziehe hier mal meine Kamera ein bisschen höher, am besten sogar hoch in die rechte Ecke, oder? Ist das okay so oder soll ich die hier unten lassen? Also ihr seht ja im Moment gar nicht unsere Seelen. Ist das so okay? Wenn ich da so halb rechts sitze? So, jetzt können wir die Tür hier öffnen. Warum sollten wir seine Katze füttern, Delvinar? Rechte Waffe in beiden Händen ausrüsten. Ja, das ist auch so wie in Teil 3. Und Gott sei Dank hat sich ja an der Steuerung anscheinend nichts geändert. So, linker Stick mit RB und Sprungangriff. Das habe ich damals immer schon nicht hinbekommen. Unten war vollkommen okay. Ja, aber da saß ich doch über der Seelenanzeige. Rasten belebt die Gegner wieder. Auch das ist bekannt. Hallöchen, Jungs. Ich sollte vielleicht nicht beidhändig hier hantieren. Finde ich nicht ganz so cool. Na, treffen, Junge. Treffen. Genau so. Während des Fallens Sturzangriff mit rechten Button. So, hinter einem Gegner machen wir einen kritischen Angriff. Das klang gerade auch sehr interessant. Komm her, Junge. Das war aber kein kritischer Angriff. Weil er seine kartonzerkratzende Katze so liebt. Ja. So, parieren, kontern. Haben wir natürlich nicht hinbekommen. Können wir hier die Tür aufmachen? Natürlich nicht. Dann gucken wir erstmal weiter. Und das mit der Katze füttern wird, glaube ich, erst kommen, wenn wir unser Leben aushauchen. Ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern bis dahin. So, und dir sollen wir jetzt auf den Kopf spucken? Jetzt hätte ich gerne einen Magier. Alter! So hatte ich das jetzt auch noch nicht gedacht. Das war die Nummer 1.